Einen wunderschönen guten Tag hier von der Security-Messe in Essen. Wir sind bei Burgwächter mit Dietmar Scharke, Vertriebsleiter der Region Dach. Burgwächter, was können wir uns darunter vorstellen? Ja, Burgwächter ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Wir sind jetzt 104 Jahre alt und produzieren vom kleinsten Vorhängeschloss, da sind wir angefangen, bis jetzt zum großen Panzergriffschrank. Das ganze Portfolio der Zutrittskontrolle, vernetzte Systeme, das gehört alles dazu. Und auch in der Bereich Geldkassetten, Briefkästen, da kennt man Burgwächter wahrscheinlich auch schon her. Jetzt sind wir hier auf der Security-Messe. Welche Bedeutung hat denn die Messe für Sie? Die Messe ist für uns schon in dem Sinne wichtig, damit wir neue internationale Kontakte bekommen. Auch Kontakte, die wir schon haben, pflegen. Und vor allen Dingen die Entwicklung in dieser Branche ist ja sehr, sehr schnell. Und dass wir unsere Kunden und die noch nicht Kunden sind, auch für diese Bereiche begeistern und auch updaten auf die neuesten Sicherheitstechnologien. Jetzt haben Sie Ihren Kundenstamm angesprochen. 2 Tage sind vorbei, beziehungsweise 2,5. Wie ist denn Ihr Feedback im Moment? Das Feedback ist so, dass wir einen guten Zuspruch gehabt haben. Und das Interesse ist doch sehr groß. Das Interesse ist gerade schwerpunktmäßig im Bereich der Zutrittskontrolle und vor allen Dingen auch im Bereich der Tresore, im privaten Bereich für den gewerblichen Sektor, doch sehr interessant und sehr gut. Jetzt haben Sie den privaten Bereich in Bezug auf Tresore angesprochen. Hinter uns steht eine Highlight, wenn ich so sagen darf. Wollen Sie da kurz drauf eingehen? Ja, das ist ein echtes Sicherheitsmöbelstück. Tresore sind heute nicht mehr die Kisten, die man in den Keller stellt, sondern man stellt Tresore dort wirklich auch optisch sichtbar irgendwo auf. Und dann ist es Highlight, wenn man den Tresor aufmacht, dass man letztendlich noch eine schöne, edle Innenausstattung bekommt, wo man seine Uhren, seine Hab und Gut dort unterbringen kann. Ja, dann vielen Dank für diese Einblicke und wir senden ganz liebe Grüße aus Essen. Dankeschön.